Freunde. Und zwar geht es heute darum, dass ich hier die Streben hier hinten mal verändern werde, weil es sieht ziemlich hoch aus und das gefällt mir jetzt nicht so. Jetzt habe ich hier schon mal andere Streben gefertigt. Die sind jetzt hier insgesamt 3 cm kürzer, damit das Heck ein bisschen runterkommt. So Freunde, jetzt habe ich das mal so gemacht hier. Ihr wolltet das ja sehen, wie ich das gemacht habe. Also die Grundplatte so, jetzt bin ich hier mit den ganzen Halter komplett tiefer gekommen. Die Grundplatte ist auch tiefer jetzt gekommen. So Freunde, jetzt habe ich ja hier andere Streben hinten dran. Jetzt ist der Heck hier tiefer gekommen. Das zeige ich euch gleich nochmal, wenn das jetzt Papier jetzt ab ist. Jetzt habe ich die Karre schon mal so ein bisschen sauber gemacht, ein bisschen die Schrauben so ausgelegt. Jetzt hatte ich hier unten drunter Dichtungsmasse gehabt, die habe ich alle abgezogen. Und weil ich habe hier einen Ausschnitt noch gemacht, damit ich tiefer komme, damit der Sitz da nicht aufsetzt. Jetzt will ich alles schön versiegeln. Und dann zeige ich euch gleich mal, wenn das fertig ist. Ne? Also jetzt sieht es auf jeden Fall viel besser aus, als sie so schön tief ist. Okay, möchte ich das mal versiegeln. So Freunde, jetzt habe ich das mal von innen drin hier versiegelt. Ich lege mich mal drunter. Hier muss ich noch ein bisschen, wenn man so sieht, muss ich noch ein bisschen glatt streifen. Dann mache ich das alles schön schwarz matt, dann sieht man gar nichts mehr davon. Hier muss ich die Kabel noch isolieren, weil ich hatte ja hier, wie gesagt, diesen Ausschnitt gemacht, damit ich, wenn ich jetzt mit dem Einfeder, damit ich nicht auf den Wegfinder knall. Und ja, so sieht das erstmal soweit aus. So sieht das Heck von hinten aus. Ich wollte euch das mal gezeigt haben. Und zwar geht es ja darum, dass die Karre so schön tief gekommen ist, weil ich habe ja diese Streben, damit ich richtig Stabilität habe und der Heck nicht aufsetzt. Da hatte ich ja vorher Streben drin gehabt, die waren 36 cm lang. Jetzt sind Streben drin von 33 cm. Und da die noch ein bisschen gebogen worden sind, sag ich mal, bin ich jetzt 4 cm tiefer gekommen. So sieht der Heckfinder jetzt von der Seite aus. Und ich habe auch innen drin alles schön versiegelt und schwarz matt gemacht und auch hier das Kabel isoliert. Und diese Grundplatte, die ist jetzt auch schön tief geworden, da kann man jetzt nicht mehr zwischen reinkommen. Aber die Grundplatte, die wird nochmal neu gemacht, die wird dann bis hier hinten durchgehen, damit man hier das Loch nicht mehr sieht. Und das ist jetzt erstmal der Stand der Dinge. Ich kann ja nochmal mit euch rumgehen. Die Karre sieht jetzt von der Seite, sieht jetzt so aus. Also ich finde, die sieht schon richtig nice aus. So. Ja, gefällt mir schon richtig schön, richtig top das Ding. So, das sieht von der anderen Seite aus. Ah, wie gesagt, sieht schon cool aus. Okay Freunde, das wollte ich euch mal gezeigt haben. Ihr wisst Bescheid. Wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben. Bis dann, euer Bohrmann. Ciao.